Raise the Roof TV. Wenn ich richtig informiert bin, ist das euer erster Gig in Österreich. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr aus dem fernen Baden-Württemberg hier ins idyllische Innviertel gefunden habt zum Raise the Roof? Also ich habe vor 2 Jahren am Withful Force Festival habe ich den Kiebe kennengelernt und so die ganze Crew von Tuxedo und so. Und dann war ich schon mal hier auf dem Raise the Roof. Die haben uns eingeladen, also zum Gucken, beim kleinen Raise the Roof. Und letztes Jahr waren wir wieder auf dem Force und dann da war unsere EP schon draußen. Die habe ich ihm in die Hand gedrückt, habe gemeint, hey, wir spielen für wenig Geld, laden uns doch ein. Und dann irgendwann kam morgens um 8 nach meiner Nachtschicht, habe ich dann einen Anruf gekriegt vom Kiebe und hat gemeint, so, ey, kommt doch. Und ja, jetzt sind wir hier. Wie ist eigentlich eure Gründungsgeschichte? Habt ihr euch vorher schon gekannt, bevor ihr die Band gegründet habt? Wart ihr befreundet oder wie ist das eigentlich zugegangen? Also wir drei, wir haben 2004 schon mit einer Band angefangen. Dann kam irgendwann ein neuer Schlagzeuger dazu und haben dann mit einem anderen Gitarristen Ecliptic Circle gegründet. Und jetzt seit September letztes Jahr ist er noch dabei. Ich hab zusammen mit 13, glaube ich, mit ihm angefangen, Gitarre zu spielen, also mit Heiko. Okay. Kommen alle aus der gleichen Ecke, außer er kommt ein bisschen weiter weg. Und ansonsten kennen wir uns eigentlich alle schon seit Schulzeiten. Wie seid ihr eigentlich zu diesem Genre des Metalcore gekommen? Was war da? War das Zufall? Habt ihr einfach gesagt, ja, das taugt uns allen und das möchten wir auch spielen? Oder was war da die Idee dahinter? Also ich meine, die Musik hören wir alle, klar. Wir haben gehört, mit Hip-Hop ist immer viel zu reisen. Dann mussten wir halt umstellen. Ja, mit Hip-Hop kann man kein Geld verdienen, deswegen haben wir gedacht, wir machen lieber Metal, da ist so die Erfolgsquote einfach besser. Nein, also bekommt das Sido keine Konkurrenz? Nee. Noch nicht. Nee, ich denke, das hat sich so entwickelt. Man fängt halt an mit, sag ich mal, einfachen Punk-Hardcore-Riffs und man versucht sich halt musikalisch zu steigern. Und will dann halt auch die Musik machen, die man selber gerne hört, ne? Ja. Und dann sind wir halt beim Metalcore gelandet. Wenn man es so nennen will. Ja, also wir machen ja keinen reinen Metalcore, wie man das so vom Lehrbuch her kennt. Also wir sind da schon ein bisschen anders und versuchen da auch ein bisschen anders zu bleiben. Also nicht so dieses, ja, sag mal, Standard-Metalcore, sondern schon auch ein bisschen irgendwie was Eigenes versuchen mit reinzubringen. Wenn ihr euch's aussuchen könntet, bei welchem Festival würdet ihr gerne spielen? Das ist ganz klar auf dem Force. Und natürlich auf dem Raise the Roof. Ja. Das ist, also die zwei sind ganz oben. Also das Raise the Roof war schon vorher oben. Und kurz danach und dann für mich eigentlich das Full Force Festival. Da bin ich jetzt irgendwie schon seit 8 Jahren oder so, wo ich das erste Mal da war. Und, ja. Und wenn ihr die Wahl hättet, mit welcher Band oder mit welchen Bands würdet ihr gern touren? Ja, so Schlagerbaten wären schon witzig. Also gerade irgendwie, wenn das Publikum so irgendwie 80 aufwärts ist und dann haut man so die erste Akkord rein und so die erste Reihe kriegt dann spontan mal einen Herzinfarkt. Wäre witzig vielleicht, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber jetzt so wirklich Bands, also für mich ist ganz klar Darkest Hour, das ist meine absolute Favorite Band. Wie schaut es bei euch aus? Ist auf jeden Fall eine der Top-Bands, die Darkest Hour. Wäre auf jeden Fall mein Traum, mit denen zu spielen, auf jeden Fall. Für euch auch? Ich nehme mit, was geht. Sehr pragmatisch. Was ich sehr spannend fände, wäre Alpinist. Da fahre ich momentan ziemlich drauf ab. Das ist eine deutsche, so eine Hardcore-Band. Die sind relativ neu. Mit denen wäre es auf jeden Fall spannend, weil die habe ich schon live gesehen und die rocken brutal. So. Gut, dann danke ich recht herzlich, wünsche euch ganz viel Spaß heute am Raise the Roof. Bin schon gespannt auf euren Auftritt. Ich hoffe, wir kommen dazu, uns ein paar Minuten, ein paar Nummern anzuhören. Ja, und wir sehen uns später noch auf alle Fälle. Dankeschön. Danke. Yay! Bravo.